Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Piraten, schön, dass Sie diesen Antrag gestellt haben. Meine Damen und Herren von der Koalition, Sie wollen doch immer Metropole sein. Wenn Sie das sein wollen, dann müssen Sie auch was dafür tun. Die großen Metropolen wie Paris, London, wie New York, die haben die Pferdehaltung, diese Kutschpferde in der Stadt verboten. Und es ist einfach mal ein Fakt, dieses Verkehrsmittel stammt aus einer anderen Zeit. Es ist ein anachronistisches Verkehrsmittel, was in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich was zu suchen hat. Und wer daran festhält, der verhält sich nicht metropolenaffin, sondern eher provinziell. Pferdekutschen blockieren den Verkehr. Sie sind ein Sicherheitsrisiko und sie sind ganz oft auch Tierquälerei. Wir führen diese Diskussion über Kutschpferde schon, ich glaube, 3 oder 4 Legislaturperioden. 2009 gab es dann diese Leitlinien und für diese Leitlinien gilt, wie so oft, es ist gut gemeint, aber leider nicht gut. Für Pferde hat sich seitdem kaum etwas verändert. Sie müssen sich nach wie vor durch diesen dichten Stadtverkehr quälen und das ist nicht gut. Haben Sie sich mal überlegt, welchen Strapazen die Pferde ausgesetzt sind, wenn sie diese Tiere am Pariser Platz sehen, beispielsweise am Nachmittag? Die sind ja von früh an unterwegs. Sie mussten von den Pferdeställen am Stadtrand im Berufsverkehr bis in die Innenstadt laufen. Dann sind Sie vielleicht schon mal 2 Stunden über den Asphalt gelaufen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nur die Marathon- oder Halbmarathonläufer von Ihnen. Stellen Sie sich das vor, über 10 oder 16 Stunden stehen die Pferde auf hartem Untergrund. Und es gibt ja diese Leitlinien, in denen formuliert wird, die brauchen mal weichen Boden, um sich die Beine zu vertreten. Herr Buchholz hat es gesagt, diesen weichen Boden gibt es nicht. Der Tiergarten ist nicht freigegeben und ansonsten ist kein Platz. Also diese Leitlinien, wenn Sie sie beibehalten, machen Sie aus dem T ein D, dann wird ein Schuh draus. Oder ändern Sie diese Leitlinien in ein Verbot oder denken Sie darüber nach, wie man die Leitlinien umformulieren kann. So geht es jedenfalls nicht. Ab und zu kollabiert mal ein Pferd auf der Straße. Das ist der Kollateralschaden Ihrer Leitlinie. Und das können wir jedes Jahr dann besichtigen. Also auch die Ständehaltung von Pferden ist Tierquälerei. Das lernen die Kinder in den Reitschulen, habe ich gehört, in den ersten Reitstunden sogar schon. Und auch deswegen hat dieser Antrag unsere Sympathien. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns den Beispielen der wirklichen Metropolen Paris, London, New York folgen. Lassen Sie uns auf anachronistische Pferdehaltung verzichten. Und unsere Stadt hat doch tatsächlich für alle, die eine individuelle und entspannte Stadtfahrt genießen möchten, ein viel besseres Angebot, die Fahrradrikschas. Und wir jedenfalls haben große Sympathien für den Piratenantrag, für beide.